Ich beantworte heute eure Fragen. Also Leute, ich habe euch mal wieder aufgefordert, auf meinem Community-Tab mir wieder ein paar Fragen zu stellen. Und Männer, ihr habt mal wieder geliefert. Also Leute, bleibt unbedingt bis zum Ende vom Video dran. Wir machen heute eine XXL-Folge. Alle Fragen werden beantwortet. Ich beantworte auch ein paar Fragen, die mir unter das letzte Q&A-Video geschrieben haben. Also Leute, falls ihr ins nächste Q&A kommen wollt, dann schreibt mir doch einfach jetzt schon mal ein paar Fragen in die Kommentare, die ich dann das nächste Q&A packen werde. Also Leute, gebt dem Video einen Daumen hoch. Fangen wir an mit der ersten Frage. Was ist deine Lieblings-True-Story? Ich glaube, meine Lieblings-True-Story ist die Story, wo die Atzen aus dem Fenster gekracht sind. Das, was da bei den Atzen passiert ist, also wie die da aus dem Fenster rausgekracht sind, gucken hoch und dann stehen da die Lehrer. Das war nur so der Höhepunkt vom Abend, weil überall an dem Abend sind einfach so viele Sachen passiert. Auch mir sind da ein paar Sachen noch passiert, die ich auch vielleicht nochmal in der Schulstory erzählen werde. Und das war einfach so sinnbildlich für meine Klasse, meine komplette abgefuckte Schulzeit. Jonas Haas schreibt, was ist 3 plus 3? 8. Die nächste Frage kommt von Killer Paule. Heftigste Prügelei nach dem Feiern. Ich habe mich nicht mehr geboxt, seitdem ich 12 bin. Ich bin beim Feiern und generell, selbst wenn ich rotzevoll bin, bin ich eigentlich immer sehr, sehr friedlich. Also ich habe überhaupt keinen Drang, den Stress anzufangen. Ich bin Daniel und das ist mein 12. Bier. Ich will einfach dann immer nur tanzen und meine Freunde umarmen. Ich habe nur beim Feiern einmal fast auf die Fresse bekommen. Das war, als ich jemanden gefragt habe, ob er ein Foto von mir machen kann. Und er hat das irgendwie als Beleidigung aufgesehen. Wollte mir dann aufs Maul hauen. Aber es ist alles gut gegangen, Leute. Ich lebe noch. LI62 leckt mir die Eier. Fragt mich schon wieder. Bist du schlau? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du mich fragst. Siehst du dich selber als intelligent? Nein. Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr dummer Mensch. Das Größte, was ich hier in meinem Leben geschafft habe, war, dass sehr, sehr intelligente Leute denken, dass ich nicht vollkommen dämlich im Kopf bin. Ich kann gut mit Menschen, glaube ich. Dr. Karotte 5590 fragt. Wann kommen wieder Schulstories? Es kommen halt wieder Schulstories. Ich arbeite da gerade an was. Die Sache ist halt bei Schulstories. Schulstories ist ein sehr, sehr aufwendiges Format. Ich habe immer so das Gefühl, ich habe den Druck. Ich muss die Story so rüberbringen, dass sie wirklich jeder versteht, wie absurd die Geschichte war. Es kommen bei mir welche, ich sehe die Kommentare, aber das braucht ein bisschen Zeit, aber Leute, keine Sorge, es kommen bei wieder Schulstories. User UG7, yay, 1, fickt euch doch. Was habt ihr für Namen, ey? Warum hast du mit YouTube angefangen? Bin wirklich fest davon überzeugt, dass das eine göttliche Fügung war, also danke hier nochmal an den hier. Keine Ahnung, ich bin einfach so in diese ganze Sache so reingeboren, reingewachsen, ich weiß es auch nicht. Es war für mich irgendwie immer klar, dass ich irgendwann einfach YouTube-Videos machen möchte. Selbst als ich irgendwie so andere Ziele hatte, irgendwie so im Leben, war für mich immer klar, ich werde irgendwann YouTube-Videos machen und ich will irgendwann YouTuber werden. Das ist so wie für euch, keine Ahnung, einfach so aufstehen, atmen. Für mich ist es halt, ich muss YouTube-Videos machen, sonst, keine Ahnung, gehe ich durch. Kurze Hose fragt, wie kann man dich treffen? Also ich denke mal, wenn man mich irgendwo in Potsdam oder Berlin rumlaufen sieht, da kann man mich irgendwie treffen. Aber wenn ihr wirklich mal safe sein wollt, mal wirklich mal eine Zeit lang irgendwie mit mir quatschen möchte, mich mal treffen möchte. Ich bin dieses Jahr wieder auf der Gamescom. Ich bin vom 22. bis zum 24. August da. Ich werde wahrscheinlich die ganze Zeit nur hinter Halle 8 rumhängen. Ich bin dann da mit Tordi, mit Tubet, mit Hast du nicht gesehen. Und wir hängen dann da einfach rum. Und ja, wenn ihr mal ein bisschen mit mir quatschen wollt, die größte Chance, mich zu treffen, ist bei der Gamescom. Alexander Dermy fragt, was ist dein Lieblingsapfel? Pig Ladies. Schweine the Great fragt, bist du Knossi? Nein, ich bin nicht Knossi. Freddy 20 fragt, warum bist du am 9/11-Tag nach England geflogen? Ich weiß auch nicht so genau, wie diese Buchung zustande gekommen ist. Ich habe jetzt so eine Sprachreise nach England gemacht und da wurde der Flug irgendwie so ganz random für mich gebucht. Ich weiß nicht, das ist dann einfach irgendwie so passiert. Ich habe das Datum so 2 Tage, bevor ich losgeflogen bin, so gesehen. Ich habe es gemerkt, oh, ich fliege am 9/11 nach England. Hectorinator fragt, wie groß ist dein Bizeps? Ich weiß jetzt nicht so den genauen Umfang, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen größer geworden. Ich versuche wieder ins Gym so ein bisschen mehr reinzukommen. Bin ein bisschen fett geworden. Bike Animations fragt, wie viele Freundinnen hattest du bis jetzt? Und dann ist die eine Antwort von Spicy Chicken, zu viel, als das erzählen kann. Ja, ich wünschte, es wäre so. Ich hatte noch nie eine Freundin, ich war noch nie in einer Beziehung, bin chronisch Single und ich denke mal, das wird auch erstmal so bleiben. Weiß ich nicht, merken, ich habe eine sehr eigenartige Persönlichkeit und das kommt nicht so gut bei Frauen. Alter, jetzt mal ohne Witz, ich glaube, ich mache jetzt einfach komplettes Format, wo ich nur Fragen beantworte, Dicker. Das macht so unglaublich Bock, wirklich. Bene Miami. Alter, Jungs, ey, was sind das für Fragen, ey? Isst du nur Döner oder was ist dein Lieblingsessen? Also, ich esse nicht nur Döner, ich esse eigentlich relativ wenig Döner in letzter Zeit. Wirklich, die Sache ist in letzter Zeit, wenn ich wirklich mal Döner esse, dann gehe ich eigentlich nur zu Pamphia. Pamphia, beste Döner. Ich esse wirklich in letzter Zeit kaum Döner. Ich habe mich in der Zeit im Moabit, also in dieser Anfangsphase, echt krass an Döner überfressen. Also ich liebe Döner natürlich immer noch. Ich mache mir halt meine Bollo, ohne Witz, ich mache darüber auch nochmal ein Kochvideo. Ich mache einfach immer so einen riesen Bottich an Bollo. Das haue ich dann alles in so kleine Glasschüsseln rein und das esse ich dann über die ganze Woche. Und wenn das dann leer ist, mache ich eine neue Bollo. Dumme Steinfrage. Hinterziehst du Steuern? Hey Leute, ne? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich denke mal, die meisten von euch sind noch ein bisschen jünger und müssen noch keine Steuern zahlen. Aber ich kann euch sagen, das Steuern zahlen an sich ist kein Problem. Aber der Aufwand, diese Steuererklärung zu machen, Alter, ich kotze im Strahl. Es macht keinen Bock, aber man muss es machen und ich mache es auch. So, Honest Guy 2 fragt, auf welche Schule bist du gegangen? Die Sache ist, ich versuche bei den True-Stories immer alles privat und anonym zu halten. Das heißt, ich nenne keine Namen, sag nicht, wo ich zur Schule gegangen bin, ich sag nicht, wer meine Lehrer waren oder was weiß ich. Weil ich halt einfach nicht möchte, dass irgendjemand, über die ich halt da in den Videos rede, in irgendeiner Art und Weise Probleme bekommt. Ich stelle meine Schule halt so dar, als wäre das wirklich der schlimmste Laden ever. Aber meine Schule war echt eine tolle Schule. Nur mein Jahrgang, ganz besonders halt meine Klasse, war halt ein bisschen crazy. Aber das war halt wirklich nur dieser eine Jahrgang. Und ich glaube, an jeder Schule gibt es halt mal so Problemfälle so. So hat sich das bei mir halt so in meiner Schulzeit so ein bisschen geheult. Was war deine krasseste Schulstory mit den Atzen? Was die Atzen früher immer gemacht haben, war, die haben immer so mit ihrem Knie ihren Tisch so unten hochgehoben. Weil ihr kennt ja diese Schultische. Die haben ja unten immer, also die sind ja entweder immer so grün, haben immer dieses grüne Metall oder dieses rote. Da sind ja immer diese roten Stangen und dann haben die immer so ihr Knie so unter so eine Stange verhakt und haben dann immer so mit ihrem Bein so den Tisch so hoch und runter gehoben, sodass der Tisch immer so immer so auf den Boden geknallt ist. Und das dann immer da und einfach immer so geschrien, Alter! Da war immer so den Tisch so hoch und runter knallen lassen. Hamel da. Sorry, Alter, ich will hier niemanden beleidigen, aber der Name ist mir echt ein bisschen zu lang. Wie alt bist du? Ich höre die ganze
ganze Zeit von irgendwelchen Leuten, die mir sagen, du wirkst viel älter. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist. Vielleicht ist mein Gesicht von den ganzen Editing-Sessions schon so abgerafft, dass Leute einfach so denken, der Mann ist 30. Ich bin 21, bin 2003 geboren. Colin 0976 fragt, wieso wanderst du nicht aus? Colin, willst du, dass ich gehe oder? Ich habe nicht genug Geld dafür, deshalb bleibe ich, glaube ich, erstmal hier. Gamergirl fragt, lernst du jemanden kennen? Ich glaube, das ist eher so im Context-Dating gemeint. Also, nee. Denn Leute, ich bin schon vergeben, nämlich ans YouTube-Game. Leute, ich bin ein Gaming- und YouTube-Analytics-Bachelor. Ich bin taken by the game. Supercat 175 fragt, bist du jemals in einen Raum gegangen, hast dich gefragt, was zum Teufel will ich hier drin? Ja, als ich angefangen habe zu studieren. Ich habe eine Zeit lang studiert und das war, glaube ich, die schlimmste Zeit in meinem Leben. Und jedes Mal, wenn ich in der Uni war, habe ich mich halt echt gefragt, Alter, was zum Fick mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe die Uni wirklich mit einer Passion gehasst, die wirklich geisteskrank ist. Weil ich wollte einfach YouTube machen, ich wollte YouTuber werden. Und ich habe mich einfach gefragt, warum verschwende ich hier meine Zeit? So. Aber das ist so meine Ansicht, Leute, bitte macht Schule und Uni fertig, okay? Macht's nicht wie ich, seid nicht so dumm wie ich. Und noch eine Frage von LI6228. Ah, fick dich. Danke, dass du so viele Fragen stellst, das ist wirklich sehr cool. Was bist du in einem Verein? Ich glaube, das soll Verein heißen. Ich habe erst für Tattoo gespielt und bin dann zu VfL Potsdam gewechselt. Halt Handball, ne? VfL Potsdam steigt jetzt einfach in die erste Liga auf, Junge. VfL Potsdam spielt einfach Bundesliga, Dicker. Alter! Potsdam, Boomer, yeah. Also Leute, ich habe bei VfL Potsdam gespielt, aber halt nur im Breitensport. Ich war nicht gut genug für die Sportschule. Exor Radon fragt, würdest du eher mit Paluten aufnehmen oder mit Tordi was aufnehmen? Ich glaube, ihr checkt nicht so ganz, die Freundschaft mit mir und Tordi so funktioniert. Wurde ich jetzt geprankt? Tordi ist vor allem, was dieses YouTube-Game angeht, wirklich einer meiner besten Homies geworden. Und ich rede halt so ungefähr jeden Tag mit Tordi, auch über Dinge, die jetzt nicht unbedingt mit YouTube zu tun haben. Und wenn ich die Chance hätte, mit Paluten Video aufzunehmen, dann würde ich mit Paluten aufnehmen und nicht mit Tordi. Tordi, falls du das siehst, du bist nichts Besonderes. Manuela Lehmeyer fragt, was ist dein Lieblingsspiel? Also ich denke mal so Videospiel Minecraft, normales Game, keine Ahnung, hierbei, ich weiß es nicht. Raphael Wiese fragt, hast du ein Trauma nach all den Schulstories? Nicht von den Schulstories per se, sondern eher davon, die Schulstory-Videos zu machen, weil Leute, wirklich die Schulstory-Videos zu machen, ist so fucking anstrengend. Das ist so unglaublich langer Prozess. Ich glaube, davon habe ich wirklich ein Trauma. Aber Leute, ich mache das gerne, weil ich weiß, dass euch die Videos gefallen. So. Jakob2477 fragt, was ist das Schlimmste, was du mit deinen Homies angestellt hast? Ich bin wirklich unverhältnismäßig auch von der Polizei weggerannt, weil ich mit meinen Homies irgendwie Scheiße gebaut. Aber es war nie irgendwas Schlimmes. Da könnte ich auch noch mal ein paar Videos zu machen, weil es war nicht nur einmal, dass ich von der Polizei weggerannt bin. XX Dark Gamer XX LOL fragt, warst du damals ein Mitläufer bei den Atzen oder hast du die Atzen nur betrachtet? Hört sich immer so an, als wären die Atzen so geheimbunt. Aber es war wirklich nicht so, dass ich irgendwie so Teil von deren Crew war. Es war mehr so, ich war mal ab und zu dabei. Ich war einmal irgendwie beim Saufen dabei, war einmal irgendwie dabei, als die Scheiße gebaut haben. Und sonst habe ich mir das alles immer nur so von Entfernung angeguckt. Also ich war wirklich nie so Teil der Gruppe. Full 4 Home 2Z. Oh, meine Fresse. Woher kommt das DN in deinem Namen? Ich glaube, das habe ich jetzt schon ungefähr so 100 Millionen Mal erzählt. Also nochmal ganz kurz, mein Kanal hieß früher DN Show 2000. Ich wollte meinen Namen ändern zu Dani. Dani war aber schon belegt. Dann habe ich halt einfach das DN von DN Show genommen und hinten bei Dani rangepackt und dann war das halt Dani DN. Yay! Josef 5408 fragt, wie isst du deinen Döner? Also wie belegst du ihn? Aber sag nichts Falsches. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ihr aus NRW kommt und ihr da irgendwie eure komische Cocktailsoße habt. Ich bin da wirklich sehr unkompliziert. Kräutersoße, Salat, alles. Let's go. LukaXY9B fragt, wie geht's dir so in letzter Zeit? Mir geht's ganz in Ordnung, nur sehr müde. Es macht alles sehr viel Spaß. Ich freue mich einfach, dass euch die Videos gefallen. Wärst du lieber 50 Jahre älter, wüsstest aber alles? Oder würdest du lieber nochmal geboren werden, aber mit dem Gedächtnis, was du jetzt hast? Also jetzt mal angenommen, dass ich so mäßig in der Zeit zurückreise und dann einfach sozusagen mein Ich bin von früher, aber mein komplettes Gedächtnis noch habe. Dann würde ich natürlich das machen. Einfach so 50 Jahre einfach so vorbei zu haben. Ist doch voll scheiße. Du wirst es doch erleben. Der Weg ist das Ziel. Darum geht's doch. Das ist doch voll kacke, wenn du einfach dich nur noch an den ganzen Scheiß erinnern kannst, als es wirklich erlebt zu haben. User NY5VW leckt mir die Eier. Kannst du mal bitte ein Fantreffen machen? Wie gesagt, Gamescom 22. bis 24. August. Hinter Halle 8 werde ich die ganze Zeit rumhängen. Da könnt ihr mich sehen. Paul Manihoff fragt, wie findest du den Anzeigenhauptmeister? PS, liebe dich. Ja, Bruder. Ich dir auch. Ich glaube, dieser Anzeigenhauptmeister ist eine sehr, sehr traurige Existenz. Dieser Mann lebt. Ich glaube, wir sollten dem nicht ganz so viel Aufmerksamkeit schenken, weil das tut ihm und ich glaube uns auch nicht gut. Er war jetzt letztens in Potsdam, habe ich gesehen. Ich habe es über zwei Ecken gehört, dass der in Babelsberg rumgeguckt ist. Also ja. Not Free Floor fragt, was machen die Atzen heute? Ich glaube, die Atzen machen alle ihr Ding. Also entweder machen die eine Ausbildung oder studieren. Ich glaube, den Atzen geht's gut. WolfThug7 fragt, hast du eine Freundin? Wenn nicht, habe ich erwartet. Bin ein größter Fan. Danke erstmal, aber nein, habe ich nicht. Ich habe keine Freundin. Leute, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken und das Leben ist hart. Was ist das Peinlichste, was dir in der Schule passiert ist? Ja, das Peinlichste, was mir in der Schule passiert ist, war als diese Story, als ich neben meinem Crush saß und ich Angst hatte, mich irgendwie zu blamieren, dann meine ganzen Sachen vom Tisch gefallen sind und ich meinen Kopf dann hängen lassen wollte und meinen Kopf dann auf die Tischplatte gehauen habe. Das war ziemlich unangenehm. Hast du Geschwister? Ja, ich habe einen großen Bruder, der 3 Jahre älter ist als ich. Kennymations fragt, du Teller mit Butter oder ohne Brot? Ja, da hast du jetzt gedacht, irgendwie, du kannst mich aus dem Konzept bringen mit der Scheißfrage, ne? Ja, das funktioniert bei mir nicht. Ich esse keine Teller. Die Scheiße ist nämlich kacke ungesund. Redengard fragt, hast du Haustiere? Und wenn ja, welche? Ich habe in Potsdam einen Kater namens Suki und er ist benannt nach dem Avatar-Aang-Charakter Suki. Wir dachten dann ewig, dass er eine sie ist, bis wir dann so 2 Monate später beim Tierarzt waren und jetzt heißt er halt Suki. Also wir haben den Namen nicht geändert. Spicy Chicken fragt, mit wie vielen Rollstuhlfahrern kannst du es aufnehmen? Keine Ahnung, also ich glaube, Rollstuhlfahrer haben ziemlich starke Arme, weil die halt die ganze Zeit am Rollen sind. Also ich würde einfach mal sagen, 3. Ich glaube, wenn sie dich einmal gepackt haben, dann kommst du nicht mehr weg, weil die halten dich einfach fest und machen dann krass. Du musst auf Abstand gehen. Mikromator fragt, welche Schulstories würdest du nochmal erleben? Ich glaube, die Skifahrt, die ich in der 10. Klasse hatte, und das war so mäßig die witzigste Klassenfahrt, die ich in meinem Leben hatte. Super Mario 64 fragt, wie wurdest du YouTuber? Dachtest du nach all den Stories, dass du dann jetzt YouTube machst? Nee, also wenn du mal auf meinen Kanal so ein bisschen runter
runterscrollt, dann werdet ihr sehen, dass ich sehr, sehr viel ausprobiert habe. Ich wollte eigentlich früher mal Vlogs machen, aber mir hat das Format einfach selber irgendwann nicht mehr so gefallen. Ich wollte dann einfach irgendwas anderes probieren und dann bin ich irgendwie so in dieses Storytelling-Ding so reingerutscht. Immer wenn ich von meinem Leben erzählt habe, hat es den Leuten irgendwie gefallen. Jin Sakai fragt, machst du mal einen Minecraft-Server? Nein. Es geht mir gerade einfach nur darum, dass ich halt die Videos jetzt so mache. Deshalb würde auch erstmal kein Minecraft-Server kommen. Ich habe halt nur gehört, dass es irgendwie diesen einen Server gibt. Landania oder so. Pauli hat da ja auch irgendwie mal irgendeine Map oder sowas gehabt, hat er mir mal erzählt. Falls sowas mit mir passieren würde, dass da mich irgendjemand fragt, möchtest du da irgendwie eine eigene Map haben oder so, dann würde ich sowas machen, aber erstmal nicht. It's Joe. Jojo fragt, was ist deine Lieblingsserie? The Bear. More TE fragt, und er hat eine Menge Fragen gestellt, aber ich beantworte jetzt erstmal nur die eine. Was magst du in deinem Leben am meisten? Ich glaube einfach, dass Leute zuschauen. Das ist einfach ein Riesenprivileg, dass ich einfach weiß, wenn ich was hochlade, sind da Leute, die gucken sich das an. Und das ist eigentlich alles, was ich im Leben je wollte. Deshalb, danke Leute, das ist wirklich sehr, sehr cool. Tarek VS3ZB fragt, schaust du Anime? Und wenn ja, was ist dein Favorite? Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe ewig keine Animes mehr geguckt. Mein Problem ist, wenn ich irgendwelche Filme, Serien, wenn ich anfange, das zu gucken, dann werde ich so unglaublich süchtig nach dem Zeug. Ich tauche da so viel zu deep ein und ich schaue mir dann so Haufen Lore-Videos an. Ich kann dann einfach nicht aufhören. Deshalb fange ich keine Animes an, weil ich weiß halt, wenn ich ein Anime gucke, dann bin ich hooked. Mein Lieblingsanime ist halt immer noch Attack on Titan. Aber ich möchte unbedingt mal jetzt die Vinland-Saga anfangen. Jetzt gerade ist nicht die richtige Zeit dafür. Bananen-Matti fragt, hast du irgendwann vor, raus oder beziehungsweise weiter weg von Potsdam zu ziehen? Worauf ich richtig Bock hätte, wäre mal so eine Zeit lang in die USA zu ziehen. Irgendwie nach Texas oder so. Da hätte ich richtig Turn drauf. Jetzt erstmal bleibe ich noch in Potsdam und Berlin. User Q2LU. Was zum Geier? Was war der Moment, wo du gemerkt hast, wo zum Fick bin ich hier gelandet? Ich war so Anfang letzten Jahres, war ich in einem Club namens Tresor in Berlin. Und das ist ein ziemlich harter Techno-Club und das war ziemlich crazy. KB2CD, Alter. Wann hast du dein Game Boy Advance bekommen? Ich habe mir so einen neuen Game Boy Advance gekauft mit so einem besseren Bildschirm. Das ist irgendwie so ein besserer LED-Screen. Keine Ahnung. Aber das Ding ist auf jeden Fall sehr geil. Den habe ich mir 2021 gekauft. Aber meinen ersten Game Boy Advance habe ich bekommen. Da war ich 3 oder 2. Und das war dann wohl 2005 oder 2006. Was war dein peinlichster Moment? Keine Ahnung. Ich glaube, die Nummer, wo ich vor dem Mädchen da in dieser Handballhalle weggerannt bin. Das war nicht so ein goldener Moment in meinem Leben. Einfallsreicher Name fragt, für was bist du deinem Leben am dankbarsten? Ich glaube, so eine Sache, für die ich so letztes Jahr, auch dieses Jahr immer super dankbar bin, sind einfach meine Freunde, die ich gerade so um mich rum habe. Jetzt kommt ein paar Fragen, die mir über meinen Instagram-Account DanieDN-P, das P-Stift für Potsdam gestellt wurden. Kannst du mal einen Stream mit den Atzen machen und wissen die Atzen eigentlich, dass du immer so viel über sie erzählst? Also die erste Frage habe ich halt schon beantwortet. Wie gesagt, ich halte alles anonym. Das kommt erstmal nicht mehr in Frage. Ein paar von den Atzen gucken meine Videos und folgen mir auch auf Instagram. Also ich glaube, die wissen so ungefähr, dass ich immer noch so recht viel über die rede. Ich weiß jetzt halt nicht, was sie zu den neueren Videos gesagt haben, aber als ich so die ersten True-Story-Videos gemacht habe, habe ich ab und zu noch mal ein paar von den Atzen gesehen. Da fanden sie es eigentlich ganz cool. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, sie wissen es und ich glaube, sie haben kein Problem damit. Welche YouTuber hast du früher als Kind geguckt? Cold Mirror, ungespielt. Wann kommt mal wieder eine Challenge mit Bestrafung? Und sonst danke für alle deine coolen Videos. Danke erstmal. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon damals am Start waren. Ja, schreibt sie mal in die Kommentare. Ich war schon da dabei. Aber ich habe halt früher so sehr viel Gaming-Videos so auf dem Kanal gemacht, wo ich halt Wii Games gezockt habe und dabei halt irgendwelche Challenges machen musste. Ich habe auch mal wieder Bock, so eine Art von Videos zu machen und die werden auch bald wieder kommen. Ich arbeite da gerade an was. Es ist halt alles nur sehr viel. Wie gesagt, ich mache alles alleine. Was sind die nächsten Videoideen? Ich möchte auch wieder ein bisschen mehr Gaming-Videos machen. Ich hätte Bock, jetzt auch mal wieder ein Horror-Game zu zocken. Und ich glaube, ich wage mich jetzt auch den nächsten Mal wieder an Outlast ran. Generell, ich habe ja letztens dieses Thumbnail hier gepostet, wo ich so drunter geschrieben habe, das letzte, was die Minecraft-Szene sieht, bevor ich den Markt übernehme. Ich hätte Bock, einfach ein bisschen Minecraft zu zocken. Also wenn ihr Bock auf Minecraft hättet, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich würde einfach ganz normal ein bisschen Minecraft Singleplayer zocken und einfach mal so gucken, wohin mich das führt. Also wenn ihr da Bock drauf habt und ich kann euch sagen, wenn ich das mache, wird es sehr geil. Dann schreibt mir bitte in die Kommentare Minecraft auf die 1. Hier hast du Tordi genau kennengelernt und darf man nicht auf der Straße ansprechen, wenn man dich sieht. Wenn man auf YouTube Videos macht, dann zeigt die YouTube in deinen Analytics an, welche anderen YouTuber deine Zuschauer gucken. Und einer davon war Tordi. Wir sind dann über so ein paar Umwege irgendwie im selben Discord-Call gelandet und haben dann da so ein bisschen angefangen zu quatschen. Dann haben wir wirklich so innerhalb der ersten 20 Minuten gecheckt, dass wir wirklich genau gleich dumm im Kopf sind. Ja, und seitdem sind wir Freunde. Und ob man mich auf der Straße ansprechen darf, wenn man mich sieht, ja, natürlich. Ich weiß, es ist für manche Leute echt eine Überwindung, so fremde Leute anzuquatschen. Ich bin da immer eher so ein bisschen extrovertierter gewesen. Leute, wirklich, falls irgendwann mal der Moment kommt, auch ganz besonders dann eben auf der Gamescom, aber auch irgendwie, falls es mal sein sollte, dass ihr mich irgendwie mal auf der Straße seht oder so, ihr könnt mich immer ansprechen. Bin wirklich nicht so eine furchteinflößende Persönlichkeit. Es ist jetzt noch nicht so oft außerhalb der Gamescom passiert, dass ich angequatscht wurde, nur so ein paar Mal. Wirklich jedes Mal, wenn das so passiert ist oder irgendeiner nur gerufen hat, ey Dani, dann war das für mich immer sehr, sehr cool, weil ich dann so gemerkt habe, oh mein Gott, Leute gucken mich. Amino Gamer fragt, wie hast du so gut schneiden gelernt? Mach weiter, King. Danke, mein Bester. Leute, ich bin echt nicht so ein guter Editor. Die Art und Weise, wie ich schneide, ist einfach nur scheiße aufwendig. Also ich stecke einfach nur sehr viel Zeit in die Sache rein. Schneiden ist halt einfach nur Routinearbeit. Mach's einfach oft und irgendwann hast du dann so ein bisschen den Dreh raus. Josef 5408 fragt wieder, was ist dein Lieblingsfastfood? Ich weiß nicht, ob man Döner jetzt so dazuzählen kann. Wenn ja, dann halt Döner. Aber ich glaube halt einfach Pizza. Ja, Pizza. Hannes 58896 schreibt, was ist dein Lieblings-YouTube? Ich denke mal, er wollte noch das R hinten ranhängen. Was ist dein Lieblings-YouTuber? Zurzeit würde ich, glaube ich, sagen Jeff Wittig und LaserLuca. Ich finde, LaserLuca ist ein sehr, sehr cooler YouTuber. Lieblingssong? Ich muss ganz kurz meine Spotify on repeat Playlist aufmachen. Ich glaube, zurzeit ist so ein italienischer Song namens Is Yellow in una Stanza. Das ist so ein Song aus Goodfellas, den finde ich ziemlich geil und irgendwie, keine Ahnung, kann ich dazu ganz gut viben. So, Leute, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wie viel Geld machst du mit YouTube? Ich habe jetzt die Frage reingenommen und ich glaube, das wird doch so das erste und das letzte Mal sein, dass ich so wirklich jetzt über Geld rede. Aber Leute, das Geld für YouTube reicht jetzt für Miete und Essen und das ist erstmal für mich genug. Und ich hoffe einfach, dass es bei
bei uns auf dem Kanal mehr um die Community und um die Videos, um den Spaß, den wir haben, geht, als darum, wie viel Geld dann am Ende dabei rumkommt. Solange ich mich einigermaßen damit finanzieren kann, reicht mir das erstmal. Falls ihr das Video bis hierhin geschaut habt, schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare, ich hab's geschafft, und dahinter schreibt ihr mir schon mal eine Frage für das nächste Q&A, damit ich dann halt weiß, okay, let's go, ich kann das nächste Q&A drehen. Lasst euch nicht ärgern, Männer, ich hab euch lieb.